Leute. Was ist das denn? Das ist so ekelhaft. Das hier ist nicht mehr meine FDP. Ich muss was unternehmen. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Herr Rentschler von der FDP ist da. Wie schön. Ja, ist richtig. Deshalb bin ich ja auch dabei. Weil Sie sagen ja selber, die Partei muss aufpassen, dass sie nicht zu juvenil wird. Ne? Ja. Was heißt das? Ja, das heißt, dass ich mich jetzt juvenaler gemacht habe, weil ich ja alt aussehe. Im Gegensatz zu Ihnen. Sie sehen ja jung aus und machen sich jetzt irgendwie älter, als Sie sind. Was sind Ihre faszinierenden Vorschläge, um die FDP wieder für ältere Leute zu begeistern? Leute begeistern, da muss erstens mal die Rentenbesteuerung von der Doppelbesteuerung befreit werden. Dann darf die Polizei keine Jagd auf ältere Autofahrer machen. Die Älteren, klar, die gehen uns ein bisschen verloren. Woran liegt's? Ich würde mal sagen, biologisch, ne? Ach so, dass alles so sein wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Vermutlich, ja. Auch ein altes Huhn gibt noch eine gute Suppe. Ich wollte nur sagen, dass auch die alten Automobile hip sind wieder, nicht? Also Oldtimer. Oldtimer. Ja. Oldtimer, nicht nur das, sie sind sehr kostbar und sehr teuer. Manchmal sogar teurer als ursprünglich, als sie gebaut wurden. Schlucken natürlich relativ viel, ne? Ja, gut, das ist aber auch nichts Schlimmes. Also, ja, kommt drauf an, was es ist. Bei uns hat es halt immer geheißen, es ist ja Altherrepartei und diesen Ruf. Und jetzt auf einmal wird Cannabis freigegeben. Ja. 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 Wobei jeder weiß, ein schöner Trollinger tut's auch. Natürlich, aber die Jugendlichen mögen halt den Trollinger nicht so gern wie Cannabis. Was ist das für eine Welt? Weiß ich auch nicht. Christian Lindner oder die Partei tut ja auch was für die alten Leute. 100 Milliarden Neuverschuldung und das zahlen erst die Enkel. Also von da gesehen, jeder Rentner wird sagen, yes, ich bin raus und bin fein aus dem Schneider. Ja, da ich auch zu dieser Generation gehöre, kann ich nur sagen, alles, was wir jetzt tun, um den Frieden zu sichern, ist richtig angelegtes Geld. Es nützt ja unseren Enkeln nichts, dass sie ein zerstörtes Land übernehmen. Genau, so einfach. Deswegen sollen sie auch dankbar sein und können es dann auch bezahlen. Meine Enkel sind auch dankbar. Sie freuen sich jeden Tag, wenn sie mich sehen und sagen, das machst du gut. Ist das nicht irgendwie auch so befreiend, dass Sie also zum Beispiel auch sagen können, der Bundeskanzler ist eine Pfeife? Jetzt in der derzeitigen Situation. Das kann man sich doch nur erlauben, wenn man schon ein bisschen die Reife des Alters hat und kann sagen. Sie meinen, man sagt sowas nur, wenn man selber aus dem letzten Loch pfeift. Nein, ich pfeife nicht, er pfeift nicht, wir pfeifen alle zusammen. Und dann will ich ihm endlich persönlich gegenüberstehen, dem TikTok-Mastermind der FDP. Kollege Heubisch, ist der schon gesichtet worden? Der ist da, ja, da in der Mitte. Was ist sein Geheimnis? Zwingt Sie Christian Lindner dazu, dass Sie TikTok machen? Ja, ich glaube, dass es weiß. Aber in der liberalen Partei macht jeder das, was er für sich für richtig hält. Ja. Darüber es ist die reden. Partei von Hans-Dietrich Genscher. Genau. Ja, von Walter Scheel. Mhm. Ja. Auf dem gelben Wagen. Hoch auf dem gelben Wagen. Hoch auf dem gelben Wagen. Das war doch TikTok von vor 40 Jahren. Das war auf jeden Fall das Grauenhafteste, was die deutsche Politik bislang hervorgebracht hat. Ich mag das ZDF. Vor allen Dingen die Mainzelmännchen. Die Mainzelmännchen, ja. Ja, weil ich habe mal für einen Kollegen von Ihnen sogar eins gemalt. Das war gar nicht schlecht. Sie haben ein Mainzelmännchen gemalt. Müssen Sie mal bei Instagram gucken. Ja. Da finden Sie in meinem Profil ein selbstgemaltes Mainzelmännchen von mir. Ja. Tempo 100 nicht einführen, aber mir ein Mainzelmännchen malen. Ne? Das habe ich gerne. Ja, und Sie werden jetzt melden, dass wegen des Mainzelmännchens Tempo 100 nicht eingeführt wird, vermute ich mal, oder? Das ist die Top-News des Abends. Da können Sie mir dann zu dieser Meldung dann wieder viele Fragen stellen. Ja. Oder? Und mit dieser investigativen Entdeckung gebe ich zurück ins Studio. Und ich grüße noch alle Mainzelmännchen. Na gut, immerhin etwas. Alles klar. Gut. Dankeschön. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So. Müsste jetzt für immer reichen.